Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Genug zu Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, ganz besonderes Evangelium. Liebe 23. Sonntag nach Pfingsten erklärt uns der heilige Hieronymus. Sehr gefährliche Erklärung für Leute, die nichts verstehen. Denn oft ist ja Unwissenheit und Dummheit schlimmer als Bosheit. Und somit möge niemand falsch verstehen. Aber der heilige Hieronymus spricht uns eben heute vom auserwählten Volk von Israel, das verworfen wurde und sich am Ende der Zeiten wieder bekehren wird. Und diese Verwerfung, die nicht willkürlich ist, sondern aus eigenem Verschulden, aus eigenem Urteil hervorgeht, zitiert ja heute der heilige Hieronymus im Kommentar zum Evangelium den heiligen Apostel Paulus und Barnabas selbst von der Apostelgeschichte. Euch hat es gebührt, das Evangelium, das Wort Gottes zu predigen. Aber da ihr euch selber für unwürdig des Heiles geurteilt habt, gehen wir über zu den Heiden und predigen das Evangelium den Heiden. Wie ist das alles in dieser einfachen Totenerweckung des, so wie es der heilige Lukas sagt, 12-jährigen Mädchens enthalten? Das ist insofern enthalten, dieses ganze Geheimnis der Bekehrung der Juden am Ende der Zeiten, in dem sich Zwischenschalten eines anderen Wunders, nämlich dasjenige der Heilung der Frau, die am Blutfluss litt. Der genaue und präzise Bibelkenner und Bibelausleger, heiliger Hieronymus, erklärt wohl, dass das Wunder der Auferweckung des toten Mädchens, dass sich unser Herr Jesus Christus anschickte zu wirken, wäre eben das achte Wunder gewesen. Selbstverständlich ist die Nummer 8 die Vollkommenheit. Und das durfte nicht sein. Es durfte dieses Wunder nicht das achte sein, sondern das neunte. Denn die Vollkommenheit und der Abschluss des ganzen Erlösungswerkes wird dann eintreten, wenn die Heidenwelt, wenn die Fülle der Heiden in das Reich Gottes eingetreten sein wird und sich dann zum Schluss als Fülle, als glorreicher Abschluss das ehemalige Auserwählte und dann das verstoßene Volk Gottes sich dann trotzdem noch zu Jesus Christus am Ende der Zeiten bekehren wird. Und dies ist versinnbildet dadurch, dass bevor eben das Wunder gewirkt wird beim Juden, beim Fürsten, beim kleinen König, der die Tochter tot zu Hause liegen hatte, wird das Wunder außerhalb der Stadt, außerhalb des Hauses, hatten ja diese unreinen Frauen ja nicht das Recht, in der Stadt oder in einem Haus, um das Wunder zu bitten, sogar ansprechen und angesprochen zu werden. Auf der Straße hält diese Frau den Heiland auf, hält ihn eigentlich gar nicht auf, weil sie ja so fest überzeugt ist, dass nur im Berühren, und zwar von hinten, des Mantels des Erlösers sie die Heilung erlangt. Damit geht in Erfüllung
lehrt uns der heilige Hieronymus, das, was im Psalm 67 prophezeit wurde: Äthiopien geht dir voraus und geht dir vor und streckt die Hände zu Gott. Praktisch der Heide geht dir zuvor, so wie Jakob dem Esau zuvorgekommen ist. So die Heidenwelt geht dir, auserwähltes Volk, zuvor und sozusagen schnappt sich das Heil, während du es lange Zeit, bis zum Ende der Zeiten sogar, verwerfen wirst. Dann wirst es auch du bekommen. Und das entspricht wiederum der Prophezeiung, die der heilige Paulus im Römerbrief, 11. Kapitel, Vers 25, so lehrt uns der heilige Hieronymus ausdrückt, wenn er sagt: Wenn die Fülle der Zeit der Heiden eingetreten sein wird, und zwar wenn also die, alle Heiden bekehrt sein werden, oder an alle Heiden das Evangelium gepredigt sein wird, dann wird ganz Israel gerettet werden. Sehr tröstlich. Sehr tröstlich. Aber, liebe Gläubige, bevor wir das jetzt betrachten, fügen wir noch zwei weitere Punkte hinzu. Der heilige Hieronymus als eben sehr genauer, sehr präziser Kenner und Leser und Betrachter der Heiligen Schrift stellt fest, dass der Lukas zum Unterschied von heiligen Matthäus ja hinzufügt und sagt, dass das Mädchen, das eben tot lag und von Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, das war 12 Jahre alt, genau die 12 Jahre, an der die heidnische Frau am Blutfluss litt, beziehungsweise die Frau, also die das Heidentum darstellt. Und da sagt der heilige Hieronymus zwei wichtige Sachen. Zu derselben Zeit, als das auserwählte Volk begann zu glauben, begann auch das Heidentum krank zu werden. Deshalb, und das ist die zweite große Wahrheit, denn nur wenn die Tugend, nur wenn das Licht erscheint, erkennt man überhaupt die Finsternis. Nur im Lichte der Tugend wird der Kontrast zum Laster klar. Nur im Licht, das dem auserwählten Volk gepredigt wurde, trat klar heraus, wie krank die Menschheit, somit die Heidenwelt, auch war. Liebe Gläubige, eine Wahrheit, die wir mit beiden Armen fest umschlingen müssen. Man versteht nichts an der Wahrheit, an der Güte, an der Tugend, wenn man es nicht im Kontrast zum Irrtum, zur Bosheit und zum Laster gleichzeitig sieht. Und vor allem versteht man nichts von dem, was Irrtum, Bosheit und Laster ist, wenn man nicht einen Begriff hat von der Wahrheit, von der Güte und von der Tugend. Wenn das, liebe Gläubige, und es ist, wahr ist, und es ist wahr, können wir uns vorstellen, wie verrückt, kopflos, irre alle großen theoretischen Gespräche sind, die heute in verschiedensten Medien, Gremien, Symposien, man muss wohl sagen auch in den Kirchengebäuden, wo ja eine andere als die katholische Kirche heute haust, behandelt werden. Wenn ich am Irrtum und an der Bosheit nichts verstehe, wenn ich nicht die Wahrheit und die Güte kenne, was kann ich verstehen
2000 Jahre nach Christi Geburt, wenn ich Jesus Christus nicht kenne? Und was werde ich missverstehen und welches Übel werde ich anrichten, wenn ich nicht nur Jesus Christus nicht kenne, sondern ihn verkenne, ja sogar leugne? Dann wird die Konfusion gemeingefährlich. Gemeingefährlich. Gefährlich für die Gemeinheit, für das Allgemeinwohl. Und das ist es im wahrsten Sinn, im sozialsten Sinn des Wortes wahr heute. Es ist wohl eine Folge der Verneinung Jesu Christi, der Verneinung seiner Religion, und zwar nicht durch Juden, Freimaurer und Kommunisten, sondern seitens der apostatischen Amtskirche, die eben den sichtbaren Leib Jesu Christi verlassen hat und die diesen mörderischen, dämonischen Ökumenismus lehrt, dass man sich mit offenen Armen in die Hände gewaltsamer Schergen, verzweifelter Krieger, die aus anderen Ländern hergeschifft werden, um ihrer Verzweiflung ein Ende zu setzen. Überall gibt es Sendungen und Gespräche über Gewalt und die Gefahr der Rechtsradikalen mit ihrer Gewalt, wie das alles gefährlich ist. Natürlich ist das gefährlich, aber die Gefahr der Gewalt der Rechtsradikalen ist genau jene Gefahr der Linksradikalen. Weil sowohl der Rechtsradikale als auch der Linksradikale und mit den beiden Rechts- und Linksradikalen die Drahtzieher, die dann so groß von oben die Sache betrachten und somit eigentlich als Mandanten die Verantwortung für beide Gewalten haben und Gewalttätigkeiten haben, ja, ist das Verkennen der Wahrheit, das Verkennen dessen, was wirklich gut ist, das Verkennen dessen, was wirklich das Allgemeingut ist, ja sogar das natürliche Allgemeingut einer ganz normalen Gesellschaft. Was also die Gewalt von Rechts- und Linksradikalen vereint, ist wohl die Blindheit bezüglich dessen, was Wahrheit ist, was Allgemeingut ist, was Tugend ist. Es ist also somit das Verkennen Jesu Christi, das Verkennen der 10 Gebote, die dann die Gewalt boshaft werden lässt. Und das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass wenn dann diese großen Demokrathäuptlinge einschreiten gegen die Gewalt des bösen Islams, dann sind sie gewalttätiger als der Islam selbst. Und radieren ein ganzes Land vom Himmel aus mit Bomben, mit all dem, was drunter ist, zu Boden. Im Namen des Kampfes gegen die Gewalt. Da wird eine boshafte Gewalt des Islams mit einer boshafteren Gewalt der sogenannten demokratischen freien Welt bekämpft. Ja, was ist es, wenn eine boshafte Gewalt eine andere boshafte Gewalt bekämpft, wenn nicht die Magna Carta Inferni? Das ist die Konstitution der Hölle, wo sich die Dämonen und die Verdammten hassen und verfolgen und schrecklich peinigen. Und
verschönert wird das alles unter dem Deckmantel von Menschenrechten. Liebe Gläubig, hässlich ist die Finsternis, in der die Menschheit lebt. Wehe uns, wenn wir also nicht unseren Geist, unser Herz und somit dann auch unseren Leib, unsere Seele nicht nähern an diesen Wahrheiten, um aus diesem Hexenkessel herauszukommen, der ja immer mehr geschürt und angeheizt wird. Die Suppe ist im Begriffe überzugehen. Und alles wird dazu verwendet. Und dann werden dazu auch die sogenannten guten Menschen verwendet, die ja in den Populismus inglobiert werden und gegen die Linken gehetzt werden, die einen auf die anderen, damit sie sich ja früher oder später zerfetzen und zerfleischen. Wehe uns, möge uns diese Seite des Evangeliums erleuchten, möge uns diese Seite des Evangeliums bestärken in der Wahrheit und in der Erkenntnis, dass wenn wir nicht in Jesus Christus, in seiner Wahrheit, in seiner Heiligkeit, in seinen Tugenden, in seinen Sakramenten fest verwurzelt sind, wir nicht mehr unterscheiden können zwischen Gut und Böse, Wahr und Falsch. Und somit irgendeiner teuflischen Dynamik anheimfallen. Und mögen wir dazu auch die Allerseligste Frau Maria bitten, dass sie uns sozusagen die Gnade der heutigen Lesung und ihrer Auslegung vermitteln mögen, nach der uns der heilige Athanasius lehrt, am Beispiel eben des Fastens und der Buße der drei Jünglinge mit Daniel, die der Nabucodonosor nach Babylon in Gefangenschaft gebracht hat, die ja eben die heidnischen Speisen verstoßend sich dem Fasten und den eigenen Speisen gegeben haben und somit letzten Endes dann auch körperlich, denn der König wollte ja nur die schönsten, prächtigsten Jünger haben, viel strahlender dastanden als alle anderen, aber vor allem ihren Gott nicht verraten haben und im Buße des Fastens und des Gebetes den Bösen und das Böse überwunden und besiegt haben. Möge die Allerseligste Frau Maria uns die Gnade verleihen. Bald ist Advent in des Gebetes und des Fastens, indem wir dem Ungeist der Finsternis in Hirn und Herz überwinden und in Jesus Christus in seiner Gnade lebend über uns selbst triumphieren und über das Übel im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.